Und damit herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf unserem Kanal. Heute gibt es die nächste Folge unserer F1 Manager Karriere mit Toyota. Der große Preis von Belgien steht an. Wir gehen direkt rein ins Qualifying. Die letzten beiden Wochenenden, die liefen nicht ganz perfekt für uns. Die Pace war ja nicht so gut auf beiden Strecken in Silverstone und auch in Budapest. Dazu gab es ja in Silverstone dann dieses Strategie-Debakel. In Budapest haben wir aber alles perfekt gemacht, haben dort das Maximum rausgeholt. Dort waren es die Plätze 4 und 6. Aber ich denke, dass uns diese Strecke hier auf jeden Fall wieder mehr liegen wird. Unser Auto ist relativ schnell auf dem Geraden und das ist halt hier in Belgien jetzt wirklich wichtig. Deshalb hoffe ich schon, dass wir wieder in den Kampf ums Podium mit eingreifen können. Da habe ich schon ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Erwartung dran. Und ja, aber mal schauen, wir haben ein langes Wochenende vor uns. Die ersten Runden waren nicht gut, da war viel Verkehr jetzt hier dabei bei allen beiden. Deshalb werden wir auch beide jetzt nochmal rausschicken einfach. Und dann gucken wir mal, wie gut die Base hier insgesamt ist. Ja, das sieht doch hier schon mal deutlich besser aus, ne? Wenn ihr euch erinnert, in Ungarn, da waren wir ja eine Sekunde weg von der Spitze, von der Pole-Zeit. Das ist hier schon mal besser. Es sind ein paar Zehntel. Wir sind vielleicht trotzdem nur die vierte Kraft auf eine Runde. Aber es ist halt so eng, dass ich glaube, dass dann im Rennen auch einiges gehen wird. Jetzt hier rein Q3. Der erste war natürlich jetzt auf gebrauchten Reifen. Der zweite dann auf den frischen. Und dann mal schauen, vielleicht kriegen wir einen in die Top 5 vorne rein, das wäre ganz schön, wenn wir wenigstens mit einem dort ganz vorne dabei wären. Und dann denke ich aber, dass gerade Gasly im Rennen wieder eine richtig gute Chance haben wird. Ja, jetzt ist es dann doch wieder gerade die Sekunde, die wir hinten dran sind, weil Verstappen eine Mega-Runde gelungen ist. Der ist hier gerade in seiner komplett eigenen Liga, hat auch wieder richtig viel Vorsprung, eine halbe Sekunde auf den Rest der Welt, also Wahnsinn. Aber wir haben ja jetzt noch die zweiten Runs, die gleich anstehen. Mal schauen, was dort geht. Die Ferraris gehen als Erste jetzt hier rein in ihre Runden. Sainz, Leclerc, dann kommt Piastri. Fehler von Sainz. Für ihn ist es vorbei. Jetzt also nur noch die Augen hier auf Charles Leclerc gerichtet. Vielleicht ja für uns die Möglichkeit, Sainz zu schlagen. Leclerc verbessert sich nicht. Was macht Oscar Piastri? Wir gehen mal und boarden mit ihm mal unsere auch nicht wirklich schneller. Lassen jetzt mal schneller im zweiten Sektor. Piastri bleibt auf Rang 4. Gasly scheint sich nicht verbessern zu können. Das ist enttäuschend. Jetzt aber gleich erstmal Liam Lawson, der im Moment mal auf Rang 7 zurückgefallen ist. Was macht er? Er kann sich nicht verbessern. Gasly wird sich auch nicht verbessern können. Nee. Und somit sind es am Ende nur die Plätze 7 und 8. Und wir sind eben doch wieder eine ganze Sekunde weg von der Pole Position. Nicht gut. Keine Verbesserung also auf den frischen Reifen am Ende der Session. Das ist sehr enttäuschend. Habe ich mehr erwartet. Die McLaren vor uns, die Ferrari vor uns, die Red Bull ganz, ganz weit vor uns. Wieder kein gutes Qualifying. Es scheint so, als wären wir auf eine Runde jetzt wirklich konstant nur noch die viertschnellsten. Und jetzt geht's rein in den großen Preis von Belgien. Die beiden Red Bull in Reihe 1, dann die Ferrari, dann nicht die... Doch, dann natürlich dann die McLaren, dann wir. Ich hatte mich gerade verguckt. Hatte an den Heckflügeln irgendwas erkannt, aber das hat nicht gepasst. Es scheint ein ganz normaler Start zu sein. Nein, Lawson. Lawson hat schon Platz verloren, kann sich aber innen wieder durchsetzen gegen den Mercedes. Und somit sind die Plätze 7 und 8, die Strategien. Bei Lawson ist Soft, Medium Soft. Der hat nämlich noch zwei Sätze frische Softs. Und bei Gasly werden wir dann wahrscheinlich einen Satz harte Reifen nutzen müssen, weil der eben keinen frischen Satz Soft mehr hat. Das ist ein bisschen ein Problem. Gasly gegen Oscar Piastri. Vielleicht es wäre wichtig, zumindest mal einen jetzt hier hinter uns zu bekommen. Und das gelingt. Pierre Gasly vor auf Rang 6. Sehr gut. Nein, was ist passiert? Wir schauen uns an. Was ist jetzt passiert? Irgendwas mit unseren beiden oder wie? Oh, was ist das denn? Da kommt der Mercedes von hinten reingeschossen. Ja, toll. Lawson ist, glaube ich, der raus ist. Norris müsste auch raus sein. Gasly wird vielleicht auch Schaden haben. Ach, Mann. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, geringer Schaden am Frontflügel. Das wird nicht das Einzige sein. Wir bleiben jetzt erstmal auf... Oder gehen... Nee, wir gehen auf Medium-Reifen jetzt. Ach, das ist so bitter. Lawson und Norris beide raus. Hamilton auch. Ich hoffe, dass er eine dicke Strafe dafür bekommt, dass er hier drei Autos gleichzeitig raushaut. Das ist ja unglaublich. Der Restart jetzt. Nur noch ein McLaren, nur noch einer von unseren. Zum Glück der eigentlich schnellere, aber Schaden hat er auch noch am Seitenkasten. Jetzt schon wieder ein Debakel. Jetzt schon wieder ein absolutes Debakel. Ich habe keine Lust mehr. Immerhin, aber guter Start von Gasly. Hat sich direkt mal ein Ferrari geschnappt. Natürlich jetzt ne, mit Schaden da am Sidepod. Sollte doch der Topspeed an sich nicht mehr ganz so gut sein, aber... Ja, es müsste noch gehen. Schauen wir mal jetzt hier. Ja, immerhin scheint die Pace zu passen. Gasly kann gut mithalten. Es kann sich auch noch niemand so wirklich absetzen. Jetzt vielleicht mal Verstappen. Aber das ist an sich erstmal noch alles hier okay. Selbst mit Schaden kann er da wirklich gut mithalten.
mitgeteilt hat, eigentlich keine Probleme. Müssen jetzt mal ein bisschen die Reifen runterdrehen, aber ich denke, das sollte auch kein Problem sein. Er könnte sogar gerade mal kurz angreifen gegen Perez, ist leider nicht vorbeigekommen. Aber das ist jetzt auch erstmal nicht so schlimm. Piastri fällt jetzt in dieser Phase ab. Also der McLaren scheint nicht ganz schnell genug zu sein mal wieder. Aber wir können gut mithalten. Und jetzt ist Gasly sogar Dritter. Let's go! Vor aufs Podium. Pierre Gasly vielleicht drin hier im Kampf um den Sieg sogar. So, wir sind jetzt gerade in einer ganz, ganz wichtigen Phase drin. Die beiden Red Bull waren bereits an der Box. Beide Ferrari und auch Gasly sind noch draußen. Jetzt hat Gasly gerade die Führung übernommen und hat auch eine kleine Lücke. Come on, jetzt ein bisschen pushen. Wir müssen halt leider ein bisschen auf den Benzin gerade aufpassen. Aber wenn er jetzt ein bisschen pusht und sich von Leclerc weiter absetzen kann, das sieht gut aus, dann hat er zumindest den erstmal jetzt hinter sich gelassen. Mal schauen, was da jetzt geht. Ich weiß noch nicht, auf was für Reifen ich ihn schicke, ob auf harte oder auf softs. Ich bin gerade noch so ein bisschen am Überlegen. Die anderen sind alle auf medium. Ich denke fast, wir gehen auf harte Reifen, weil die softs wird schwer, die jetzt bis zum Ende zu bringen, weil er halt keine frischen mehr hat. Und deswegen denke ich, dass dort die harten die bessere Entscheidung sind. Wir werden ihn jetzt auch direkt gleich reinholen, entweder diese oder nächste Runde. Mal schauen. Ja, eine Runde geht noch, come on. Eine Runde bleibt auch noch draußen, nochmal ein bisschen pushen mit dem ERS und dann kommt er jetzt am Ende dieser Runde rein. 28 Runden steht der bei den Softreifen. Wollen wir es riskieren? Es sind 16 Runden. Ja, okay, come on. Auf die Softreifen gehen wir. Und dann gucken wir, was hier geht mit denen jetzt. Oder gehen wir harte Reifen? Ja, nee, komm, wir gehen auf die Softs. Wir gehen jetzt hier volles Risiko, um irgendwie nach vorne zu kommen. Irgendwas ist hinten passiert. Kein Safety Car oder irgendwie. Das denke ich für uns ganz gut, gerade weil wir jetzt gerade an der Box waren und nicht nochmal reinkommen können. Und jetzt mal gucken, wie gut die Pace hier sein wird. Ich kann es nicht einschätzen. An Sainz kommt da schon mal ganz gut ran im Moment. Ja, er ist jetzt wieder ein Stück weggefallen von Carlos Sainz. Ich glaube, die Softreifen, die sind hier generell nicht so gut. Auch vorhin, nach dem Restart, hatten ja viele andere hier vorne die Softs. Die waren alle nicht so schnell. Und auch Gasly hat jetzt echt Probleme. Sainz hingegen, der wird jetzt direkt mal hier an Perez vorbeigehen. Wird nicht mehr lange dauern. Vielleicht diese Runde schon. Ja, macht er. Okay. Also keine Red Bull Doppelführung mehr, aber vielleicht ja die Chance für Gasly wenigstens jetzt an Perez da mal ranzukommen. Okay, wir haben hier einen Dreikampf um die zweite Position. Verstappen ist weg vorne, aber Gasly kann hier noch Zweiter werden. Wir gehen mal on board. Hier sehen wir es. Perez gegen Sainz und Gasly guckt sich das von hinten an. Darf jetzt noch ganz kurz mal seine Reifen schonen und dann werden wir gleich voll attackieren. Werden dort gleich absolut alles auch riskieren, ne? Ob jetzt hier Vierter oder Zweiter, macht für mich persönlich schon einen Unterschied. Wäre einfach das nächste Podium, wäre nicht schlecht. Und vor allem, McLaren wird hier nur Sechster werden mit PS3. Und da müssen wir halt auch ein paar Punkte wieder gut machen, wenn wir die wirklich noch irgendwie einholen wollen. Im Laufe dieser zweiten Saisonhälfte in der Konstrukteurs-WM. Da Gasly jetzt ein bisschen Problem. Aber ich meine, klar, er passt auch gerade auf alles auf, ne? Managt gerade ein bisschen alles. Und da kann er auch ruhig mal ganz kurz hier einen größeren Abstand haben nach vorne. Müssen jetzt eher erstmal richtig aufladen. Das war ab Runde 42, würde ich denken. Aber mal alles dann raushauen können, was möglich ist. Sainz wird jetzt vielleicht wieder an Perez vorbeigehen, oder? Nee. Ah, vielleicht ja die Chance für Gasly. Nee. Traut er sich nicht, da innen reinzugehen, verstehe ich, aber das ist okay. Und dann heißt es jetzt noch eine Runde kurz managen, alles aufladen, Reifen schonen und ab jetzt würde ich denken, gehen wir gleich Vollgas. Ab jetzt gehen wir gleich Vollgas. Die letzten drei Runden brechen gleich an für Gasly. Sainz jetzt erstmal wieder vorbei an Checo Perez. Das ist interessant. Ja, und jetzt voll Push, come on. Ab jetzt volle Attacke. Alles geben hier, um irgendwie nach vorne zu kommen. Das ist vielleicht die Möglichkeit. Nein! Ihm wird dort der Weg zugemacht von Perez. Perez blockt ihn dort so ein bisschen. Deshalb konnte Gasly außen nicht vorbei. Sainz fällt jetzt ab. Sainz fällt richtig ab. Perez ist am Pushen und Sainz kann nicht mehr mithalten. Der Red Bull zu schnell dort für den Ferrari. Aber Gasly kann auch nicht vorbei. Er findet keinen Weg dort vorbei am Ferrari. Vielleicht jetzt in Kurve 1 hinein. Innen. Nee, auch nicht. Es wird immer wieder abgeblockt. Er kommt nicht durch. Aber jetzt muss er es schaffen. Eno Rouge. Jawohl, Eno Rouge geht da vorbei. Gasly jetzt Dritter. Und er hat noch anderthalb Runden Zeit, um sich Checo Perez auch noch zu schnappen. Come on. Wir sind drin in der letzten Runde. Die erste Möglichkeit nutzt Gasly nicht in Kurve 1 hinein. Aber jetzt. Vielleicht wieder Eno Rouge. Ja, er macht es wieder. Eno Rouge. Unglaublich. Aber Perez hält nochmal durch. Zieht nochmal damit. Gasly jetzt innen rein für Lecomp. Und da kommt er durch. Sainz geht auch mit vorbei. Bedeutet nur ein Red Bull auf dem Podium. Perez wird noch komplett runtergedrückt. Und jetzt macht Sainz aber richtig Druck. Der hat noch nicht aufgegeben.
Der möchte auch nochmal alles probieren, um irgendwie an Gasly vorbeizugehen. Mal schauen, er bleibt gut dran. 6 Zehntel jetzt, so ein bisschen größer geworden die Lücke. Wir müssen aber das ERS jetzt mal zurückschrauben. Und dann könnte es vielleicht gleich nochmal eklig werden. In Busstop rein, aber nee. Das müsste reichen für Gasly. Das wird reichen für Gasly. Position 2 in Belgien, das nächste Podium. Eine wirklich gute Rennpace. Verstappen in der eigenen Liga zum wiederholten Male jetzt in dieser Saison. Aber wir sind dabei. Wir können gegen Ferrari und vor allem gegen Perez kämpfen. Sind im Normalfall schneller als McLaren auf die lange Distanz. Also das sieht doch wirklich sehr, sehr gut aus. Die Fahrer-WM. Gasly weiterhin Vierter. Lawson leider ohne Punkte. Ne? Fällt immer weiter zurück hier von den meisten vorne. Nur Norris hat auch keine Punkte geholt. Aber gut, ne, Hamilton, der hinter Lawson ist, hat ja auch nichts geholt. Er hat ja die beiden hier rausgenommen, von daher. Was ist Lawson? 6 DNFs! Unglaublich. Unglaublich. Okay, das ist ja wirklich extrem viel. Also da müssen wir über eine Änderung nachdenken dann für die nächste Saison. Klar, hierfür konnte er jetzt nichts. Aber trotzdem, irgendwann ist es halt zu viel. Konstrukteurs-WM, dort machen wir 10 Punkte gut auf McLaren. Es fehlen uns noch 44. Wir kommen langsam aber sicher ran an Papaya. Ja, und dann würde ich sagen, was ist hier mit diesem Video? Ihr seht, ganz kurz bevor wir es beenden, wir haben wirklich ein Geldproblem. Es ist kaum Geld da. Das Kostenlimit ist im Moment, oder ist inzwischen schon, überschritten. Und wir haben erstmal die Hälfte der Saison. Wir haben also praktisch viel zu viel am Auto gearbeitet, viel zu viele Updates gebracht am Anfang der Saison. Jetzt geht gar nichts mehr und ich denke fast, dass wir auch noch ins Minus rutschen werden. Das ist, denke ich, unvermeidlich hier im Laufe der zweiten Saisonhälfte. Und dann hoffe ich einfach, dass wir nicht rausgeschmissen werden. Das ist gerade das Problem. Also nicht die Leistung auf der Strecke ist das größte Problem. Nee, sondern das da unten, das Geld und in Verbindung mit dem Cost Cap. Ne? Deshalb ist jetzt auch jeder Unfall wie der ja jetzt hier in Belgien von Lawson extrem bitter, weil es uns nicht nur Punkte raubt, sondern vor allem, weil es uns extrem viel Geld raubt. Und wir müssen jetzt sehr, sehr sparsam irgendwie damit umgehen. Also Forschung und so geht generell nichts mehr. Wir haben noch ein bisschen geforscht, also sind auch nicht so richtig aufgestellt für die nächste Saison. Aber die Frage ist, gibt es überhaupt noch eine nächste Saison? Oder werden wir rausgeschmissen? Oh, was ist ein neues Quick? Oder werden wir rausgeschmissen, wenn wir hier im Minus sind am Ende der Saison? Das ist so ein bisschen die Frage. Aber gut, da müssen wir jetzt gucken. Wir müssen einfach weiter auf der Strecke performen. Ihr lasst jetzt ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Aktiviert die Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.